Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute die neue Hukain-Tabaksorte, der Fruit Ninja, beziehungsweise der Fruit Ninja. Man erkennt das ja schon direkt an der Dose. Die neue Sorte von Hukain, heute im Review. Bevor das Review losgeht, würde ich sagen, hüpfen wir als erstes mal in den Kopfbau. Da seht ihr auch direkt, wie Schnitt und Feuchtigkeit sind und wie ich mir mein Köpfchen gebaut habe. So, und dann kommen wir mal zum Kopfbau von dem Fruit Ninja. So sieht das Ganze aus, die Dose. Schön designt, erinnert halt an Surprise Fruit Ninja. Wie immer machen wir das Ding erstmal auf, rühren einmal fix um, damit sich die Molasse nochmal verteilen kann. Er ist schon definitiv auf der feuchten Seite. Das sehen wir auch gleich nochmal beim Kopfbau, also ist schon ziemlich feucht. Was mich im Gegensatz zu den letzten Hukain-Sorten wundert, es sind wieder ein paar kleine Ästchen mit am Start. Finde ich irgendwie sehr komisch, weil sich das eigentlich gerade gebessert hatte bei Hukain. Und auf einmal sind da wieder Ästchen im Tabak. Sehr schade, sehr komisch, aber ist wohl so. Ich meine, im Grunde stören Ästchen nicht viel oder sehr, aber es wäre natürlich besser, wenn in der Dose ein Tabakblatt wäre statt einem Ästchen, weil ein Tabakblatt natürlich viel besser unsere Molasse aufnehmen kann als so ein Ästchen, ne? Also ich glaube, das macht Sinn soweit. So, das sollte ungefähr reichen. Gebaut wird das Ganze übrigens in der Stone Bowl, die ich mir vom guten Alex geliehen habe. Ja, Grüße gehen da an der Stelle auf jeden Fall raus, dass er mir hier einen 80-Euro-Kopf ausgeliehen hat, sodass ich den ein bisschen für euch testen kann. Weiß ich nicht, brauchen wir bestimmt abends auch nochmal im Stream und so. Ja, werde ich auf jeden Fall jetzt ab und zu mal benutzen. Ich baue das Ganze relativ bündig mit dem Rand, vielleicht knapp drüber, aber auf jeden Fall nicht kein wildes Overpack oder kein... Ja, kein krass ausgefallenes Setup, ne? Ganz normales, entspanntes Kontakt-Setup. So, hier noch ein bisschen da reinholen und noch ein bisschen verteilen. Und ja, viel mehr ist es dann auch eigentlich nicht, ne? Dann kommt die Smokebox drauf, kommt die Kohle rein. Fertig. So, einmal den Rand noch ein bisschen freimachen. Da gehen wir einmal hier schön rundrum am Rand. So. Dasselbe auch nochmal am Funnelloch, dass da nichts liegt und irgendwie direkt eingesaugt werden kann. Und als abschließenden Touch gehen wir noch einmal hier so ganz, ganz, ganz leicht mit der Gabel rum, sodass grobe abstehende Stückchen Geschichte sind. So, dann einmal mit den Fingern über den Rand streifen und dann ist das Ding fertig. Dann kommt da der Kalau drauf und jetzt kann es auch schon losgehen. Ja, und da sind wir wieder. Wie gesagt, heute die neue Sorte von Hukain. Den Kopfbau habt ihr eben gesehen. Er ist auf der feuchten Seite definitiv. Er ist fast zu feucht, aber es ist gerade noch so im Rahmen. Also der Tabak hat wahrscheinlich das absolute Maximum an Molasse aufgesaugt, was er aufsaugen konnte. Aber es ist auf jeden Fall noch keine überschüssige Molasse in der Dose. Also genau so, wie man das eigentlich haben will. Aber für Leute, die mit viel Kontakt rauchen, ist das vielleicht auch schon zu feucht. Ist auf jeden Fall hart an der Grenze, für manche vielleicht schon einen kleinen Ticken über der Grenze. Beim Schnitt fällt auf jeden Fall eine Sache auf, und das habe ich ja eben schon im Kopfbau gesagt, es sind auf jeden Fall einige Ästchen mit drinne, was auf jeden Fall ein bisschen verwirrend ist, weil bei meinen letzten Dosen Green Lean, und ihr wisst ja, ich rauche viel und gerne Green Lean, da war der Schnitt und die Feuchtigkeit und die Tabakqualität wirklich absolut on point, also wirklich perfekt. Und jetzt bei dem Fruit Ninja habe ich auf einmal wieder einige Ästchen mit drin. Was macht das mit den Ästchen? An sich sind die nicht besonders schlimm. Also die machen das Ganze nicht schlechter, aber mehr schöner, feiner Tabak beziehungsweise mehr Tabakblätter wären auf jeden Fall besser, weil ihr verdammt ja eigentlich Molasse und in der Molasse sind die Aromen. Das heißt, die Molasse sorgt für Rauch und Geschmack. Die Molasse wird aufgenommen von Tabakblättern, aber nicht von Stängeln. Die haben einfach nicht die Saugfähigkeit, wie die Tabakblätter die haben. Macht das jetzt bei der Performance einen riesen Unterschied? Ich finde nein, also man schmeckt es eigentlich kaum raus. Wenn man einen guten Kopf hat und ein gutes Setup am Laufen hat, übrigens Setup Honeysai Urban Exclusive Dragon and Tiger mit der Stonehooker Bowl obendrauf, Viro Forged Carbon Mundstück in Black. Wenn ihr ein gutes Setup am Start habt, dann macht es eigentlich keinen Unterschied. Wäre es mir trotzdem lieber, wenn die Ästchen nicht da wären? Auf jeden Fall. Wäre es trotzdem besser, wenn die Ästchen nicht da sind? Wahrscheinlich auch. Merkt man einen Unterschied?
Nicht wirklich. Ja, aber der Fruit Ninja, eine Mixsorte aus, ich glaube, 18 verschiedenen Früchten. Das heißt, es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer, hier einzelne Sachen rauszuschmecken. Aber wir kommen als erstes mal zum Geruch. Ah, übrigens, Preis 16,90 Euro, also 17 Euro, wie von Hukain gewohnt. So, wir riechen mal dran. Also ihr habt auf jeden Fall direkt eine sehr süße Note. Es riecht krass fruchtig. Aber im ersten Moment, also ohne sich hart drauf zu konzentrieren, riecht man eigentlich nicht raus, was das für Früchte sind. Wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne und nochmal konzentriere beim Riechen, vielleicht kriege ich noch ein paar Sachen raus, aber... Also ich würde auf jeden Fall, da bin ich mir relativ sicher sagen, dass die typische schwarze Traube, die man aus African Queen und auch aus dem neuen Holster Grape Mint kennt oder kannte, weil den gibt es ja nicht mehr, dass die da mit drin ist. Ich habe auf jeden Fall so einen leichten Touch Ananas, vielleicht aber auch Kokos, also auf jeden Fall irgendwas in die exotische Richtung. Aber danach wird es schon sehr, sehr schwierig. Also auch bei den genannten, bei der schwarzen Traube, dass da ein bisschen Aroma von der schwarzen Traube mit drin ist, bin ich mir relativ sicher. Ananas und Kokos ist schon wieder so ein bisschen ins Nichts geraten. Aber es riecht schön fruchtig, sehr interessant, ganz anders als alle Sorten, die wir bis jetzt von Hukain hatten. Ich würde sagen, wir gucken uns als nächstes mal den Rauch an. Rauchentwicklung muss man, abgesehen von den drei Shots, eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Raucht wunderbar, lässt sich auch sehr, sehr entspannt rauchen. Also man hat weder drücken noch kratzen. Aber man sieht auch definitiv an der Bowlfarbe, dass der ganz gut feucht ist. Ne? Und das trotz Pfanne. Geschmacklich, Leute. Das wird jetzt sehr, sehr, sehr schwierig für mich, weil diesen Mix aus so vielen Früchten noch irgendwie gescheit zu umschreiben, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber ich nehme noch mal einen Zug und ich guck mal, ob ich noch irgendwie ein paar Noten rausschmecken kann. Grob gesagt, das ist halt ein Fruchtmix. Also es schmeckt schön fruchtig, es schmeckt nach einem Mix aus tausend Sachen, aber nichts Speziellem. Mal gucken, ob ich noch ein, zwei Noten rausschmecken kann. Ehrlich gesagt, nee. Was es auch sehr, sehr schwer macht, irgendwie diesen Tabak für mich persönlich einzustufen. Ich rauche ihn gerne. Ich kann ihn mir sehr gut zum Mischen vorstellen. Ich habe ihn auch jetzt ein, zwei Mal gemischt. Aber es schmeckt halt nach nichts Speziellem. Was es irgendwie wirklich schwierig macht, den Tabak gut zu bewerten oder den Tabak für mich persönlich irgendwo einzustufen oder zu sagen, oh ja, die Note schmecke ich gut raus und die ist dann ein bisschen im Hintergrund. Es schmeckt wirklich nach einem Fruchtmix und anders kann man den auch eigentlich schon gar nicht beschreiben, weil ihr keine speziellen Noten wirklich rausschmeckt. Das Einzige, was ich mir immer noch einbilde, so ein kleines bisschen rauszuschmecken, ist diese typische schwarze Traubennote aus African Queen und aus dem neuen Holster Grape Mint. Aber auch die ist nicht wirklich prägnant oder krass im Vordergrund. Das ist nur so ein Ding, was da irgendwie mitschwingt. Also es ist wirklich verdammt schwierig. Schmeckt er mir gut? Ja. Würde ich mir davon noch eine Dose holen? Könnte ich mir vorstellen, wäre ich mir aber nicht sicher. Bin ich traurig, dass ich die Dose da habe? Auf keinen Fall. Also man kann den definitiv, oder ich bin auf jeden Fall nicht traurig drum, dass ich den da habe. Und wenn ich den angemacht habe, dachte ich mir nicht so, das schmeckt aber irgendwie, nee, das mag ich nicht. Es ist gut. Aber es ist absolut undefinierbar für mich, was es eben sehr, sehr schwierig macht. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.